So sieht es aus, wenn sie geschlossen ist. Sie sind nur an der Seite vier Schrauben aufgeschraubt und so sieht sie aus, wenn sie offen ist. Und jetzt mit an der Seite machen wir, wenn im Wasser dieser Fühler nach unten geht, geht sie aus. Das heißt, das Fass ist leer. Wenn es nach oben treibt, geht sie an. Und da wird das Wasser hochgepumpt. Da ist nur der Motor drin.